So, willkommen zurück zur nächsten Aufnahme Final Fantasy 8. Hier mit Selfie haben wir das letzte Mal aufgehört. Was hast du zu sagen, Selfie? Steht dir super, ja, das weiß ich, danke. Also auf zur Fete! Und jetzt gibt's hier Party. Dankeschön. Hau weg das Zeug, komm. Yeah. Hey. Yo, Squall. Hey, wir sind jetzt beide Seeds. Tja, weiterhin alles Gute. Hey, du wirst dich wohl nie ändern. Sieht dir ähnlich. Bis später. Hey Sal, hey hey, wie wär's mit einem Posten im Schulfestkomitee? Oh, mir fällt da gerade was Wichtiges ein. Bis dann. Hey Squall! Könnt ihr Mini einfach alle in Ruhe lassen? Willst du nicht das Schulfest morgen mitorganisieren? Nur ab und zu mal. Was ist? Warum nicht? Wenn's unbedingt sein muss, warum nicht? Hm, echt? Juhu! Wir werden viel um die Ohren haben, als Seeds und als Organisatoren. Bis dann. Ob das jetzt gut war? Naja. Wer ist das denn? Du siehst am coolsten aus. Danke. Hey, magst du mit mir tanzen? Du bist wohl einer von denen, die nur tanzen, wenn ihnen ein Mädchen richtig gut gefällt. Du wirst mich mögen. Mich mögen. Immer noch nicht? Ich kann nicht tanzen. Wird schon schief gehen. Ich suche nämlich jemanden, aber alleine kann ich doch schlecht auf die Tanzfläche. Ach Gott, Squall und tanzen. Männer tanzen nicht. Gut, mit ihr würde ich auch tanzen. Ach, guck mal an, jetzt geht's doch. Na, geht doch. Wo ist denn das Problem? Ich weiß nicht, was Squall hat. Ich finde, der kann gut tanzen. Und weg ist es, Squall. Scheiße, wa? Warum läuft Quistis immer in der Klamotte rum? Hätte sich nicht auch hübsch machen können? Du bist echt ein Genie. Volle Punktzahl fürs Tanzen. Danke.
Danke für die Blumen. Willst du was von mir? Mit einem fremden Mädchen tanzt du, aber mit mir willst du nicht mal reden? Nicht wirklich. Du bist hier die Ausbilderin und ich dein Schüler. Kein gutes Gefühl, wenn der Ausbilder daneben steht und schweigt. Du hast recht, hätte ich fast vergessen. Glaubst du auch, dass ich als Ausbilder ungeeignet bin? Hier ist ein neuer Einsatzbefehl. Du wirst mich gleich zum geheimen Ort begleiten. Der Ort, an dem sich die Schüler treffen nach der Ausgangssperre. Der Ort, an dem sich die Schüler nach der Ausgangssperre treffen. Er ist gleich hinter der Übungshalle. Was machen wir dort? Sollen wir die Schüler auffordern, in ihre Räume zurückzukehren? Ich habe keine Lust auf sowas. Ist wohl Sache des Ordnungsdienstes. Was lachst du jetzt? In Zivil am Eingang in der Übungshalle sammeln. Das ist mein letzter Befehl. Ach, na gut. Das heißt, wir müssen uns jetzt wieder umziehen. In Zivil in die Übungshalle? Was für eine Mission ist das? Wirst du gleich sehen. So. Jetzt bin ich ins Menü. Blöd. Okay. Dann ziehen wir uns einmal in Zivil um. Und ich will jetzt gerade noch mal gucken. Das müssen wir nachher sowieso machen. So. Alles. Und dann koppeln wir das. Doch, Shiva und Siren. Achso. Mist, Moment. Zauber, Selfie, Tausch, alles. Ah, so ist einfacher. Wer soll Zauber empfangen? Quistis von... Ah, so rum, okay. Koppeln... Ach Quatsch. Koppeln Zauber. Machen wir mal Blitz. Da Feuer. Und da Vita. Und Squall kriegt noch Quasar-Cuddle. Und 635... Feuer da dran. Ach Quatsch. Moment. Optimal nach Stärke. Abilities. Gut, wir haben jetzt doch Items. Uppala. Das heißt, ich werde... Quistis, GF geben, Zauber und Item. Und ich muss mal eben schnell nach Siren gucken. Denn Siren soll auch anfeuern lernen. Zu Angriffskraft. Wer hat denn... Ach, Quistis, Moment. Moment, Moment. Quistis hat... Koppeln Zauber. Ah. Element K kann ich koppeln. Ach, weißt du was? Wir koppeln einfach optimal nach Stärke.
Ja, das Problem ist, die hat nicht genug Zauber, um da irgendwas mit koppeln zu können. Gut, brauchen wir momentan aber auch nicht. Ich werde jetzt gerade noch mal eben schnell speichern. Ja, das Ausrüsten ist wie bei Final Fantasy VII. Das muss ich ab und an des Öfteren mal machen. Jetzt bin ich schon wieder ins Menü. Vor allem jetzt am Anfang, weil jetzt noch die Charaktere quasi wechseln. Später, wenn ich weiß, okay, ich habe die und die Gruppe, mit der ich jetzt die nächsten 2, 3 Stunden, verdammt, kämpfe. Dann kopple ich einmal und fertig. So, Übungshalle war, ich glaube, eins weiter, ne? War das nicht hier? Ne, das ist, ach so, ne, Quatsch, die Übungshalle ist das Einzigste, was ich nach Ausgangssperre benutzen kann. Das war der Schulhof. Ich bin doch falsch rumgelaufen. Ja. Das passiert mir übrigens auch öfters, dass ich irgendwo hin muss und dann erstmal einmal im Kreis laufen muss, bis ich es gefunden habe. Gut, dann laufen wir jetzt noch in die andere Richtung. Da haben wir nämlich, die stehen da echt die ganze Nacht, Bücherei. Dann haben wir hier die Übungshalle. Das dritte weiß ich jetzt nicht mehr, laufe ich jetzt aber auch nicht hin, denn wir sind hier schon richtig. Da ist Quistis. Hi Quistis. Sag mal, Squall, hast du in der Übungshalle mal gegen den Archeodinus gekämpft? Weiß nicht mehr. Diesen Dinosaurier kann man bequem mit Zustands K beikommen. Ach ja, wir sollten im Tutorial über Zustandsänderungen nachlesen. Okay. Hier einige Erklärungen zum Koppeln von Zustandseigenschaften. Wenn eine GF-Ability besitzt, die man mit Zuständen koppeln kann, erscheint beim Koppeln von Zauber im Fenster über dem HP-Wert die Zustandsoptionen weiß. Mit zweimal links wechselt man, das haben wir gerade rausgefunden, schön, dass das jetzt erklärt wird, in das Kopplungsmenü für Zustände. Die Schritte sind ähnlich wie bei dem Koppeln von Elementen. Man wählt Zustandsangriff oder Abwehr und den Zauber, der damit gekoppelt werden soll. Aber Vorsicht! Zauber ohne Zustandseigenschaften wie Feuer können nicht gekoppelt werden. Die Wirkung der Zauber unterscheidet sich jeweils bei Zustandsangriff und Abwehr. Der Zustandangriff wirkt sich auf den Befehl Angriff aus. Die Prozentanzeige zeigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Angriff eine Zustandsveränderung beim Gegner auslöst. In diesem Fall wird der Gegner mit 90%iger Wahrscheinlichkeit in den Blindzustand versetzt. Blind. Der maximale Wert beträgt 100%, doch je nach Zuabwehr des Gegners kann auch ein 100%iger Zuangriff fehlschlagen. Richtig. Wenn man Zuabwehr koppelt, verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein feindlicher Angriff eine Zustandsveränderung hervorruft. Die Wahrscheinlichkeit wird in Prozent angezeigt. In unserem Fall Frosch im Hals. In unserem Fall kann ein Schlafangriff zu 80% abgewehrt werden. Doch auch bei 100%iger Abwehr können je nach Gegner Zustandsveränderungen eintreten. Super. Je nach Ability der GF können bis zu 2 Arten von Zustandsabwehr gekoppelt werden. Der Medica-Zauber kann gegen mehrere Zustandsveränderungen wirksam sein. Ich brauche Medica. Es ist empfehlenswert, verschiedene Kombinationen auszuprobieren. Mit optimal werden natürlich die Zauber automatisch gekoppelt, die ja die besten Werte aufweisen. Und beim Archeodinus brauchst du also nur den Zauber Schlaf mit Zustands K koppeln, weil er dagegen empfindlich ist. So gehen wir jetzt zum geheimen Ort. Es ist gleich hinter der Übungshalle.
Okay, wollen wir mal gucken, ob wir ein paar Schlafzauber. Halt, hab ich nicht? Oder habe ich Schlaf zufällig? Moment, alles. Nee, ne? Gut, wir haben noch gar keine Zustandsveränderungszauber. Wir müssen jetzt aber eh dahin laufen. Deswegen schauen wir jetzt, dass wir... ein paar Zustandsveränderungszauber uns besorgen, je nachdem, was für Gegner jetzt kommen. Eieiei. Das ist der Dino, von dem sie gerade gesprochen haben. Ja, pass lieber auf. Lauf weg, wenn der Gegner zu stark ist. Ist er momentan. Deswegen mag ich jetzt auch nicht gegen den kämpfen. Und ich merke gerade, mir ist die Musik zu laut. Das ist nämlich auch der da in den Wald kommt, wo ich gemeint habe, bei der Feuergrotte. Und dem komme ich einfach nur nicht bei. Den würde ich nicht mal schaffen, wenn ich Schlaf habe. Und wenn ich Schlaf habe, dann dauert es sehr, sehr lang. So. Draw. Lagern. Achso, jetzt hat Chris das natürlich... Ah, Schlaf. Sehr gut. Ich will nur mal eben schnell... auch das andere lagern. Ich werde Chris das jetzt doch anstatt Item Draw geben. Und schweigen. Ah, okay. Gut, Küste schläft jetzt nicht mehr. Fitz! Na komm. Ha! Ich habe die Tastenbelegung doch falsch gehabt. Ich habe es immer noch falsch. Das soll ich vor der nächsten Aufnahme nochmal umstellen. Aber jetzt kriege ich wenigstens den Auslöser hin von der Gunblade. So, Schlafpuder. Ah, nicht schlecht. So, einmal schnell koppeln Christus Ability. Oder ich gebe ihr Zauber nicht. Ich hätte gern eine, wo...